Jo, hey Leute, was geht? Weihnachten ist vorbei und ich habe da noch eine Kleinigkeit geschenkt bekommen, und zwar diese Marker hier. Rot B Art Delta Marker. Die sind ziemlich geil, weil man damit ziemlich cool Toppings hinbekommt. Sehr nice. Ich kann das ja hier einmal zeigen. Ja, die sind eigentlich nicht anders als die Alpha Marker. Ja. Hier in allen möglichen Farben. Ich hole jetzt einfach mal random hier schwarz raus und werde das hier einmal kurz zeigen. Ja, hier hat man eine etwas dickere Mine, eine Art T-Mine, und hier hat man eine dünne Mine. Duftet schön Alkohol, sehr herrlich. Ja, und man kann damit, wie gesagt, geile Toppings hinbekommen und auch sehr fein zeichnen, wie ich das feststellen durfte. Denn die kleinen Minen, also die dünnen Minen, die lassen sich schon für präzise Arbeiten auch benutzen. Ja, das war's vorweg. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja, sind so ähnlich wie die Alpha-Marker oder die anderen Marker, die man so kennt. Ja, und jetzt möchte ich hier kurz was darlegen. Es hatte mich mal vor längerer Zeit jemand gefragt, beziehungsweise das waren eigentlich ganz viele Leute, wie man Schatten hinkriegt, weil ich da so ein bisschen was mit 3D-Effekten gemacht habe. Und er fragte mich explizit nach Schatten. Und das werde ich jetzt tun. Also ich werde jetzt ganz einfach minimalistisch anfangen, werde ich hier Schatten zeichnen. Ich werde jetzt hier oben in der Ecke mal einen Buchstaben nehmen. Ich werde jetzt mir einfach mal das H zugute führen. So, da hätten wir jetzt erst einmal ein H. Ja, und dann muss man sich jetzt quasi eigentlich nur überlegen, ja, wo man eine Lichtquelle hinsetzen möchte. Ja, jetzt kann ich die Lichtquelle hier hinsetzen. Ich kann die Lichtquelle hier hinsetzen. Ich kann die Lichtquelle hier hinsetzen. Ich kann die Lichtquelle hier hinsetzen. Aber auch direkt hier, hier, hier oder hier. Ja? Das sind die einfachsten Punkte, die es gibt. Also direkt hier innerhalb der Mitte, hier, hier. Oder hier die Mitte, hier, hier. Oder halt diagonal immer die Eckpunkte. Das sind die einfachsten Punkte, die es gibt. Ja? Gibt natürlich noch mehr. Zum Beispiel hier zwischendrin. Aber muss man genauer arbeiten. Ich mache jetzt einfach mal hier die einfachen, ja. Das H, das lasse ich mal so stehen, und ich nehme jetzt mir einfach mal die Lichtquelle hier oben. Ich markiere die mal so mit einem X. Das heißt, das Licht fällt so auf den Buchstaben ein. Keine Angst, ich werde das gleich auch noch drehen. So. Also, die Lichtquelle ist hier oben und fällt so auf den Buchstaben ein. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir den Schatten jetzt setzen. So, so. Das ist eigentlich ganz einfach. Das ist eigentlich, ich finde das eigentlich noch einfacher, also gute 3D-Effekte hinzukriegen. Ja. Schatten ist eigentlich was Einfaches. Ja? Weil man muss sich eigentlich jetzt, wenn man den Schatten so gezeichnet hat, wie ich das getan habe, ich drehe das noch einmal hier gut für die Kamera einzusehen. Man muss sich eigentlich, und das habe ich mir irgendwann mal vor Jahren selber beigebracht, sich eigentlich immer zuallererst nur überlegen, wo ist die Lichtquelle, wie fällt das Licht ein
Und dann, jetzt kommt meine eigene Kreation, oder die gibt es wahrscheinlich auch schon, aber ich habe mir das selber irgendwann mal beigebracht. Ich habe es nicht über irgendwelche Videos oder so. Ich mache das immer fest, ob der Schatten richtig liegt, wenn man jetzt hier unten an dem Haar, an dieser Ecke des Haars, ja, wenn man da jetzt einen Faden hätte, der hier runter verlaufen würde, und man würde an diesem Faden diagonal nach unten ziehen, dann müsste sich der Buchstabe H komplett auf den Schatten legen. Und wenn ich das jetzt hier runterziehen würde, jetzt wirklich, und das auf meinen Schatten betrachte, dann sieht man, dass das hier genau mit dem übereinstimmen muss und dass das hier genau mit dem übereinstimmen muss und das hier genau mit dem. Ich kann das auch gerne nochmal in Schwarz markieren. Ja? Also das hier ist der Schatten. Dieser Schatten muss exakt mit dem übereinstimmen. Dieser Schatten muss exakt mit dem hier übereinstimmen. Und dieser Schatten muss exakt mit dem übereinstimmen. So, und dann sehen wir auch, dass wir das komplette H in einem Schatten quasi verbaut haben. Das ist ganz einfach. Ich werde es jetzt einfach nochmal vormachen an einem weiteren Beispiel. Noch einfacher ist jetzt zum Beispiel das I. Ja, das ist ja einfach nur quasi so ein Block. Ja, wieder zuallererst überlegen, wo kommt die Lichtquelle her? Diesmal werde ich die Lichtquelle hier unten setzen. Heißt, das Licht fällt von hier unten ein. Das heißt, der Schatten würde hier sitzen. Weil diesmal müssen wir schauen, ja, wie hier oben. Hier sitzt die Lichtquelle und diagonal gegenüber das kleine Pfählchen machen wir hier auch. Die Lichtquelle hier, diagonal gegenüber, der kleine Faden, an den wir jetzt ziehen würden, diagonal. Und dann müsste dieser Schatten hier genau hier drauf passen. As you can see, es würde passen, wenn ich hier dran ziehen würde. Ja, noch ein weiteres Beispiel, damit ihr das auch seht. Der Buchstabe L. Der Buchstabe L. So, wieder überlege ich mir, wo setze ich die Lichtquelle hin? Ich werde die Lichtquelle jetzt mal nach hier unten setzen. Ja, heißt also, das Licht fällt von hier ein. Ja, das heißt, wenn das Licht von hier einfällt, ja, muss genau hier ein Schatten entstehen, der so aussieht. Jetzt wieder diagonal. Zack, das Fädelchen nehmen und einfach mal dran ziehen, ja, und gucken, ob es passt. Wenn ich das jetzt hier rüberziehe, ja, dann müsste theoretisch diese Linie hier genau auf diese Linie passen. Und passt es? Nein, diesmal passt es nicht. Ja, auch ich mache Fehler. Ich habe mich vertan. Diese Linie ist ja nicht gleich dieser Linie. Diese Linie hätte hier oben enden müssen. So.
Und wenn wir jetzt daran ziehen, dann passt es. Ja. So, und jetzt noch ein letztes Beispiel, bevor wir dann wirklich in so Graffiti-Styles einsteigen mit Schatten. Mache ich das mal hier ein kleines bisschen schwieriger. Vielleicht mal schräge Buchstaben, also die eine Diagonale haben. Nehme ich doch einfach mal das M. Da finde ich es teilweise sogar noch schwer, hier einfach den Schatten einzuzeichnen. So, das M ist parat. Das M ist gezeichnet. Jetzt wieder überlegen, wo kommt die Lichtquelle? Ich werde jetzt die Lichtquelle einfach mal wieder von hier oben setzen. So, das heißt, das Licht fällt von hier wieder ein. Das heißt, wir müssen das hier entlang zeichnen. Ja, und da ist die Schwierigkeit, dass es eben gut aussieht, so abzupassen. Ich hoffe, man kann das hier erkennen an dem M. Hier an der Linie meine ich das, dass man das hier genau abpasst hier. Das sieht ja auch scheiße aus. Man sieht es ja, dass dieser Kreis hier, der sieht richtig scheiße aus. Da müsste man dann halt dauerhaft verbessern. Das müsste man wahrscheinlich auch so zeichnen, dass das hier genau bis hier oben geht und dann so reingeht. Ja? Das heißt also wieder, wenn ich hier diagonal wieder das Fädelchen setze und das runterziehen würde, ja, dann müsste diese Linie mit dieser Linie übereinstimmen. Ja. Müsste diese Linie hier mit dieser Linie übereinstimmen. Und diese Linie hier mit dieser Linie übereinstimmen. Und zu guter Letzt natürlich diese Linie hier mit dieser Linie übereinstimmen. Ja, ihr seht, also wenn ich das so mache, mir immer so vor Augen halte, das ist also wirklich, die Linien des Schattens sind gleich den Linien des M's. Ja? Und so geht letztendlich dann der Schattierungseffekt, also der Schatten. Ja? Das sind die Schatten. Gut, dann werde ich jetzt eine Nummer stärker einsteigen und mal ein, nicht nur langweilige Blockschrift, sondern auch mal einen stärkeren Graffiti-Effekt einsetzen, einen Graffiti-Buchstaben nehmen und dann daran mal den Schatten zeichnen. Und davor habe selbst ich noch Respekt. Dafür nehme ich mir jetzt auch einfach mal hier so einen schwarzen Marker. Dann kommt das vielleicht besser zur Geltung, wenn man das dann besser sieht. So. Da werde ich jetzt mit Bleistift erstmal vorzeichnen und dann werde ich das Ganze schattieren.
Das ist eigentlich nichts anderes. Ja, ich hoffe, man kann das erkennen. Das soll ein C sein. Ja, das ist eigentlich nichts anderes, wie ich das schon vorhin sagte. Man muss sich wieder einfach nur überlegen, wo kommt die Lichtquelle her und wie setze ich dementsprechend meine Schatten. Und dann kann man ja sinnbildlich sich noch wieder dieses Pünktchen machen für den Faden. So, also fangen wir an. Ich nehme hier oben die Lichtquelle, da das jetzt, nehme ich mal an, ein fertiges Piece werden soll, ja, werde ich das jetzt nur gedanklich machen. Also, ich werde mir weiterhin denken, gut, die Lichtquelle kommt von hier oben. So, dementsprechend werde ich dementsprechend dann auch die Schatten setzen. Ja? Und das ist bei so einem Buchstaben, wie ich ihn jetzt hier gezeichnet habe, mit vielen Extras und Blocks und Styles, natürlich sehr schwierig, das so wirklich gut hinzukriegen. Ja, da braucht man eben viel Übung. Da kann man auch lange erzählen und man kann lange hier allen möglichen Scheiß erklären. Das muss man üben und irgendwann klappt's. So. Und ich werde es jetzt wahrscheinlich auch noch verkacken, weil Schatten setzen, ich bin eher so ein Freund von 3D-Effekten mit ziemlichen stylischen Aluminium-Optiken. Und Schatten lasse ich eigentlich immer außen vor, aber ihr wolltet es ja sehen, also werde ich euch das jetzt hier präsentieren. Also, wenn die Lichtquelle hier oben ist, ja, dann würde der Schatten meiner Meinung nach so aussehen. Ja, so in etwa. Und das werde ich jetzt hier mit der dünnen Mine noch verfeinern. Die Stifte drücken sehr durch, deswegen nehme ich jetzt mal kurz dieses Blatt Papier hier noch zur Unterlage. So, ich habe das Ganze hier mal kurz abgekürzt und schon vorbereitet. Also, das ist der Buchstabe, den ich vorhin gezeichnet habe. Und das hier sind die Schattierungen, die ich da gesetzt habe. Und ich denke, dass die Schattierungen auch so richtig sind. Naja, sieht ein bisschen komisch aus immer, wenn man da mit eigenen Augen drüber guckt. Hier sehe ich zum Beispiel die Ecke. Die hätte hier noch drüber schließen müssen. Sind ein paar Fehler drin, aber so in etwa sieht es dann aus mit den Schattierungen. Und ja, dann wird auch bestimmt durch Üben irgendwann aus dem hier oder dem hier oder dem hier oder dem hier vielleicht auch mal das hier. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war ein kleines bisschen informativ
Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Garados Damage verabschiedet sich mit einem lauten Tschömmel und Ciao mit V. Bis dahin. Tschüss.